Willkommen zu unserem neuesten Artikel. Heute werfen wir einen Blick auf die britische Schauspielerin Kate Beckinsale, die kürzlich ihre Fans mit Krankenhausfotos auf Instagram schockierte. Was war der wahre Grund hinter ihrem Aufenthalt und wie geht sie mit den schweren Verlusten in ihrem Leben um? Erfahrt mehr über ihre bewegende Geschichte. Jetzt kommt das Intro und los geht's. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Kate Beckinsale hat ihre Fans auf Instagram mit beunruhigenden Bildern aus einem Krankenhausbett überrascht. Die Fotos zeigten die Schauspielerin am Tropf, was viele ihrer 5,6 Millionen Follower schockierte. Obwohl die Bilder später gelöscht wurden, sprach Beckinsale zunächst nicht über die Gründe für ihren Aufenthalt im Krankenhaus. Nun hat sie endlich Licht ins Dunkel gebracht. In einem neuen Instagram-Post zeigte sich Beckinsale in einem pinken, bauchfreien Shirt mit Hamsterprint und passendem Slip vor einem Spiegel. In der Kommentarspalte entbrannte eine Diskussion über ihr Aussehen und ihre Figur. Einige Kritiker warfen ihr vor, sich nicht altersgemäß zu kleiden, während ein User kommentierte: "Mach paar Squats, ich glaube, dein Po ist weggelaufen." Beckinsale ließ diese Kritik nicht unbeantwortet und schrieb: "Nein, eigentlich nicht." Sie erläuterte, wie die letzten Monate voller Trauer und Stress ihr Gewicht beeinflusst haben. "Ich musste zusehen, wie mein Stiefvater starb, meine Mutter hat Krebs im Endstadium und ich habe durch den Stress und die Trauer viel Gewicht verloren." Ihr Stiefvater, Regisseur Roy Battersby, verstarb im Januar nach kurzer Krankheit im Alter von 87 Jahren. Die Schauspielerin enthüllte weiter, dass sie 6 Wochen im Krankenhaus verbracht hatte, weil die Trauer ein Loch in ihre Speiseröhre gebrannt hatte, was dazu führte, dass sie viel Blut erbrechen musste. Sie stellte klar, dass das Problem nicht ihr Körper, sondern die schwierigen Umstände waren, mit denen sie zu kämpfen hatte. "Ich konnte nur schwer essen und habe danach sehr hart an einem Film gearbeitet, der mich emotional stark belastete, weil er den Tod meines Vaters thematisierte." Trotz dieser schwierigen Zeit hat Beckinsale es geschafft, stark zu bleiben und sich nicht von negativen Kommentaren beeinflussen zu lassen. "Ich mache mir nicht wirklich Sorgen darüber, was du über meinen Hintern denkst", schrieb sie abschließend. Kate Beckinsale hat durch ihre offenen Worte gezeigt, dass hinter dem Glamour der Filmindustrie oft persönliche Kämpfe und Verluste stehen. Ihr Mut, über diese schwierigen Zeiten zu sprechen, bietet vielen Menschen Trost und ermutigt sie, offen über ihre eigenen Herausforderungen zu sprechen. Wir wünschen ihr weiterhin viel Kraft und Unterstützung in diesen schweren Zeiten. "Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da",